Rosen verkaufen im Schatten des Doms, das ist das Nachtleben von Ahmed Rashid. Den Alltag meistert er mit Ehefrau Aziza. Heute freut er sich über dieses Stück Papier. Früher, als ich in Speyer noch ein bisschen mehr ausgegangen bin, bin ich ihm oft begegnet, dem Rosenverkäufer, habe meistens keine Rose gekauft. Kam mir komisch vor, so als alleinstehende Frau. Aber kürzlich bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat mir freudestrahlend von einem Termin heute im Rathaus erzählt. Einbürgerungsfeier im historischen Ratssaal. Oberbürgermeister Eger heißt in Speyer 37 Neubürger willkommen. Darunter auch Ahmed Rashid. Seine Frau Aziza hat den deutschen Pass schon etwas länger. Familie ist da. Sohn Kadir mit seiner Frau und Samir, einer der drei Enkel. Nun ist auch Rashid, wie ihn die Speyerer nennen, ein Deutscher. Wie wir uns unterhalten haben, haben sie gesagt, dann bin ich, wenn ich den deutschen Pass habe, dann bin ich nicht mehr braun. Nee, nicht mehr braun. Jetzt ist weiß und weiße Kleider. Ein Freudentag, aber auch ein Arbeitstag. Auf dem Heimweg kauft Rashid noch die Rosen fürs Abendgeschäft. Heute sind's weiße. In einer Mietwohnung in der Nähe der Josefskirche ist die Familie zu Haus. Aziza, was wird das? Ich mache Brot, pakistanische Chapati. Okay. Ah, Chapati, das kenne ich. Ach so, und die Rosen müssen jetzt versorgt werden, ne? Ja. Rashid, was ist das? Das ist mein Betenplatz und ich bete Richtung Mekka. Und das ist der Teppich, wo ich immer bete. Ja? Und, wie sieht es aus? Das ist wie eine kleine Moschee. Oder was? Oder? Ja, wir ohne Schuhe. Aber. Ohne Schuhe? Ja, ohne Schuhe. So beten, verstehst du? Ja? Und dann wir beten und Sajda machen und ab Allah Akbar. Ja, ja, Allah Akbar. Ja. Ja. Ist der Glauben auch ein bisschen Ersatz auch für die Heimat, für Pakistan? Ja, wunderbar. Der junge Ahmed Rashid, Spross einer Bauernfamilie, Rechtsanwalt, verheiratet mit Aziza, engagierte sich für Demokratie und Freiheit. Als ihm die Festnahme drohte, suchte und fand er Asyl in der Pfalz, 1979. Ich habe gedacht, ich bleibe vielleicht ein oder zwei Jahre. Ja. Vielleicht in Pakistan ist es wieder normale Demokratie und dann ich gehe zurück. War das Ihre Sehnsucht eigentlich auch wieder zurück? Das ist ja normal. Ja, ja. Stattdessen zog seine Frau dann auch nach Deutschland. In ihrer fünften Schwangerschaft stellten sich Probleme ein. Ihr Mann gab den Job bei einer Brauerei auf, um Aziza beizustehen. So wurde er zum Rosenverkäufer. Sie haben ja fünf Kinder großgezogen. Ja. Und gut großgezogen. Gut. Sie haben drei goldige Enkel. Ja. Wie haben Sie das auch geschafft, auch finanziell geschafft? Erstmal als Brauereimitarbeiter verdient man keine Reichtümer und als Rosenverkäufer ja auch nicht. Ja, aber das ist Glauben. Ich glaube, dass Gott hilft. Ja. Was denkst du, wie hat er das geschafft mit deiner Oma zusammen? Auch wenn es Probleme gab, nicht aufzugeben, einfach nur weiterzumachen. Aha. An die Familie zu denken. Deswegen, glaube ich, hat er es geschafft. Vor der Arbeit gibt's eine Stärkung. Aziza bereitet Samosa zu, eine Art Ravioli auf Pakistanisch. Mit um die 60 überlegt man ja auch ein gutes Leben. Nichts schlecht, nichts gut. Normal. Ein guter Mann? Nichts gut, nichts schlecht, normal. Aber wir sind uns einig, sie ist eine gute Frau. Sie ist eine gute Frau. Ich liebe diese Frau. Ich habe in meinem Leben nur eine Frau. Die Speyerer Frauen schätzen Rashid sehr, nicht nur wegen der Rosen, auch wegen seiner Liebenswürdigkeit. Ich denke, dass wenn ein Mann kauft oder Frau kauft bei mir Rosen, ich bin ein bisschen mehr glücklich. Aber wenn nichts kauft, was soll ich machen? Ja. Ich muss vielleicht fünf oder sechs lokal laufen, vielleicht eine Rose verkaufen. Macht es dir nichts aus? Das ist mein Job. Laufen, laufen und verkaufen und lachen. Keine Frau, keine Liebe. Seit ich bin in Speyer, jeden Tag ist besser. Ich liebe Speyer, ehrlich. Nichts Probleme, alles sind freundlich zu mir. Gegen 10 Uhr hat er knapp die Hälfte seiner Rosen verkauft. Mit Allahs oder Gottes Hilfe werden es später alle 40 sein. Eins will ich noch wissen, wie lautet sein Lebensmotto? Mein Motto ist, dass wenn ich sterbe, dann andere Leute denken, aha, hier war in Speyer ein guter, netter Mensch und er ist gestorben. Das ist mein Motto.
Sein Wunsch, dass ihn die Speyerer mögen, ist jetzt schon in Erfüllung gegangen.